Innenministerium war früher Innenministerium und Kommunalministerium. Und das Kommunale ist jetzt weggegangen. Das, viele im Haus bedrückt das, das kann ich auch verstehen. Ich persönlich halte das für kein Drama. Weil ich glaube, wenn wir uns konzentrieren auf diese eine Aufgabe, haben wir genug zu tun. Und die andere, die kommunale Finanzaufgabe, ist groß genug, da können sich andere darum kümmern. Zweite, es ist weggegangen auch der Bereich Flüchtlinge, weil der zu dem Integrationsthema zukommen soll. Darüber kann man sich streiten. Das war so verabredet zwischen den Parteien. Ist aber, glaube ich, am Ende auch kein Riesenproblem, wenn die Zusammenarbeit zwischen den beiden Häusern funktioniert. Wir werden ja beim Thema Flüchtlinge und Integration, hat der Kollege Schramm dann zu verantworten, aber wenn es dann um Abschieben geht, wird ja die Polizei auch wieder helfen müssen. Das muss aber dann in Absprachen auch organisiert werden. Und insofern muss ich sagen, das sind jetzt, ich glaube, es sind 150 oder wie viele Leute weniger als vorher, wenn das umgeändert ist, aber es sind immer weit über 1000 Leute. Also es reicht. Ich habe jetzt nicht mehr den Ehrgeiz, dass ich 27 Sachen gleichzeitig machen will, sondern ich will eine Sache gut machen. Und das soll das Haus der Sicherheit werden. Und mit dem Auftrag, sich darum zu kümmern, und zwar voll und ganz. Du hast einige Bereiche angesprochen, wo nachgearbeitet werden muss, wenn es auch geht, zügig. Es besteht aus mehreren Bausteinen. Kannst du noch andere Bausteine benennen? Es gibt auch noch einen ganzen Baustein, den auch keiner weiß, was die Polizei macht im Bereich von vorbeugenden Maßnahmen. Nicht nur bei Wohnungseinbrüchen, sondern auch im Bereich zum Beispiel Salafismus. Was da in Nordrhein-Westfalen gemacht wird, um zu verhindern, dass Leute überhaupt in diesen Weg gehen, ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Das gehört auch dazu. Und dann gibt es eine Menge an Innereien. Ich meine, so ein Apparat muss auch funktionieren. Da lerne ich gerade erst. Also Arbeitszeiten und also Modelle, die da diskutiert werden oder die neu sind, die auch zu Beschwernissen führen. Wie kann man das vereinfachen? Wie ist die Ausbildung zu organisieren? Also da, Baustellen gibt es genug. Wir sind einer der Kreise, die sehr breit in der Fläche aufgestellt sind, was wir auch richtig finden. Wir haben für die Flächenkreise die besten Einsatzreaktionszeiten. Also wenn Sie 110 anrufen, kommt in kaum einem Kreis so schnell die Polizei vor Ort hin. Das wird ja statistisch nachgewiesen. Also bei der Polizei, das kann ich Ihnen schon sagen, gibt es eine tolle Statistik, also es wird eigentlich nichts nicht erfasst. Das werden Sie dann in Ruhe sicherlich nochmal zu Gemüte führen. Unsere Bitte ist einfach. Aber manchmal nicht das, was man braucht. Ja, das habe ich auch schon gelernt. Ja, das mag auch noch sein. Wir haben von 2010 bis 2016 18 Polizisten verloren im Märkischen Kreis. Das gibt es diese Berechnung, die ja ein bisschen nachvollziehbar wäre. Wir legen großen Wert darauf, dass wir irgendeinen modifizierten Flächenansatz kriegen, weil dieser Abbau nicht weitergehen darf. Irgendwann ist ja so langsam mal eine Grenze erreicht, wo wir die Funktionsfähigkeit nicht mehr aufrechterhalten können. Die Aufgaben werden bei uns auch größer. Denn wir sind in diesem Märk erstmal so ein bisschen gelöst, dass wir zwar wieder fast 4 Polizisten verloren haben nach der Berechnung, muss man mal nächstes Jahr mal rangehen. Aber ich glaube mal, es war kein reiner Zufall, dass der Märkische Kreis von 100 Regierungsangestellten gleich 5 in der ersten Zuweisung mehr bekommen hat. Das kann manches auffangen. Wir haben sich einige Beispiele angesprochen. Ich sage immer, wir sind da jetzt bei in der Börse, das schnell umzusetzen, die 5. Die Direktion sind da schon bei, mit dem Personalrat wird gesprochen. Ich sage mal so als flapsiges Beispiel, als Landrat blitzen wir, als Kreispolizeibehörde auch. Beim Kreis machen es Regierungsangestellte, machen es Kreisangestellte. Warum muss ich jetzt 3 Jahre eine tolle Fachhochschulausbildung haben, um dann zu blitzen? Also da kann man sich manche Sachen vorstellen. Aber ich sage mal, geht zu 630 Polizisten, ist mehr als Untergrenze. Wir müssen mittelfristig mehr bekommen. Sie haben es zu Recht angesprochen, es dauert länger. Warum manche vor einigen Jahren nicht erkannt haben, dass man weiß, in 2019 gehen 2000 in Pension, in 2020, 2050, in 2021, 2100, dann sind es wieder 2050. Da hätte man, wir uns gewünscht, aber das war nicht Ihre Zuständigkeit, eher mehr einzustellen. Die 2300 konnten wir auch vor 1-2 Jahren schon einstellen. Vielleicht noch zu dem Stichwort mehr Polizisten, weil das, da muss man auch aufpassen. Erstens, das ist auch keine Wunderwaffe, weil erstens, man kriegt sie so schnell nicht. Und zweitens, ich wäre auch dagegen zu sagen, um jeden Preis mehr Polizisten, wir brauchen noch gute. Wir brauchen noch die Besten. Also ich meine, die Anforderungen in dem Job sind schon stark. Wenn Sie mal rein sportlich, körperlich und so, wenn Sie Kriterien nehmen oder die Kompetenzen, die die haben müssen. Aber auch eine Frage der Software. Also ist die kompliziert oder geht die schnell? Also wenn ich ewig damit brauche zu verstehen, wie ich das bedienen muss, ist auch nicht so intelligent. Und wir machen natürlich das ist aber ein Problem der Software beim Polizei- und Sicherheitsbereich, weil die natürlich ganz andere Anforderungen an Sicherheit hat. Also dauert das alles auch viel länger. Sind viel, viel mehr Sicherungen eingebaut. Ich denke, sehr geehrter Herr Reul, meine Damen und Herren,
Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese authentischen, pragmatischen und offenen Worte. Vielleicht erklärst du es eben, Hubertus, bitte. Das Mammut? Ja, viele Städte bemühen sich ja künstlich irgendein Markenzeichen für sich zu erschaffen. Ja. Das brauchen wir im Balve nicht. Wir haben die Balver Höhle. Und herzlichen Dank und schönen Restart des Jahres.